und herzlich willkommen meine lieben Freundinnen da draußen. Hier ist euer Commander Keule mit einem neuen und wie ich finde sehr coolen Video. Denn dieses Video geht eigentlich allgemein um die Silage-Ernte mit den Glasmaschinen, weil wir die ja jetzt schon gefeiert haben. Hier sind nur Maschinen drin, die wir schon kennen. Und das finde ich mega geil. Wir haben den Häcksler hier nochmal in Einsatz. Sehen nochmal dieses schöne Zusammenführen bei der Ernte von dem Mais. Wir sehen hier nochmal die Anhänger. Wir sehen hier auch den Axion 870 im Einsatz unter anderem. Ich finde das mega geil, dass hier Klaas uns nochmal dieses Bildmaterial raushaut. Wir sehen schön, wie sie gleich auf dem Silo rumfahren und alles verdichten. Hier nochmal das Entladen. Mega cool. Hier sehen wir nochmal die kleinen Axions auch rüberpfeifen. Und hier, mega geil, Leute, der Klaas Xerion 5000 und zwar der mit der drehbaren Kabine. Das ist nämlich der mit der Beschriftung an der Seite am Führerhaus mit VC. Der kann nämlich dann sein Gehäuse auch drehen. Das waren ja schon so Fragen, die häufiger mal gekommen sind, auch von der Community. Ja, wie sieht das eigentlich aus? Kriegen wir auch den Xerion, der sich drehen kann oder kriegen wir nur den mit einem festen Führerhäuschen? Das hier ist der Xerion Track VC. Das heißt, der kann das Haus auch drehen. Ja, das finde ich mega geil. Und ja, nach dem Festfahren und Abdeckeln den ganzen, wird das Ganze natürlich auch siliert und ja, sobald es fertig siliert ist, können wir das Ganze, wer hätte es gedacht, natürlich auch aus dem Silo wieder rausholen und das machen wir an dieser Stelle natürlich mit den Thorion 1914 und Leute, was soll ich dazu sagen? Ein brachiales Gerät. Ich freue mich mega, mit diesen Glasmaschinen zu arbeiten. Ich freue mich mega, auch mit denen die BGA zu bedienen. Erst richtig der Xerion, Leute. Also, Liebe geht raus. Däumchen geht raus, Abo geht raus und freut euch, wie ich mich freue, auf den 22. Oktober.